Was mit Trockenvinyl, für die, die es schnell haben wollen. Der Vinyl Express. Genau. Ja, heute eine Mischung aus aktuell und alt. Wir fangen an mit dem aktuellen Doppelalbum von Big Thief. Das ist ja auch im Moment eine Band, die sehr trendy ist. Die Alben davor haben schon viel Furore gesorgt, ist so ein bisschen Indie-Rock, Indie-Pop. Jetzt haben sie sich auf den Markt gewagt mit einem Doppelalbum. Also wir haben vier Seiten voller Musik, die teilweise sogar Country-Einschläge haben. Da muss man sich ein bisschen mit auseinandersetzen. Das Album selber wird schon sehr hoch gelobt und ist ein Kritikerliebling. Ich bin in meiner Begeisterung ein Ticken zurückhaltender, aber das ist mein Problem. Das einzige Manko an diesem Album ist, dass leider die Pressung nicht ganz so sauber ist, wie sie eigentlich sein sollte. Also das Album klingt auf meinem Plattenspieler zumindest nicht ganz gestochen scharf, sondern man hat immer das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein Fussel unter der Nadel. Aber gut, okay, trotzdem bin ich froh, dass ich das habe. Ach ja, und der Titel ist genial. Dragon New Warm Mountain, I Believe in You. Dragon New Warm Mountain, I Believe in You. Das werde ich nicht auf Deutsch übersetzen. Dann kommen wir zu einem ganz tollen Doppelalbum, also wieder ein Doppelalbum. Und zwar ist das die guten alten Tindersticks. Wer in den 90er Jahren anspruchsvolle Rockmusik gehört hat, der wird die Tindersticks kennen, die sich eigentlich ihr erstes Album, ich glaube, 92 oder 93 veröffentlicht haben, danach nicht großartig verändert haben. Man muss nicht jedes Album von ihnen haben. Jemand hat gesagt, das ist Nick Cave in Soft, kann man so sagen, wenn man will. Die Stimme ist auch gewöhnungsbedürftig, aber alles in allem eine sehr tolle, anspruchsvolle Band für den gehobenen Abend zu zweit. Und dieses Doppelalbum passt da auch sehr schön und aufwendig gemacht, wie die Faust aufs Auge. Also für diejenigen, die die Tindersticks noch nicht kennen, unbedingte Empfehlung, hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch aus diesem Jahr. So, und dann kommen wir nochmal zu einem Doppelalbum. Das ist nicht aus diesem Jahr, das ist schon etwas älter. Und das ist der von uns heiß verehrte Jeff Buckley mit den besten Aufnahmen, Live-Aufnahmen aus dem Jahr 95, 96. Das Doppelalbum hat den etwas seltsamen Titel Mystery White Boy. Egal. Aber die Musik da drauf ist fantastisch. Also wer Grace mag, der wird dieses Album auch lieben. Die gleiche Spannung, die gleiche Stimmung, der gleiche Sänger ist hier auch wieder zu finden. Und wer sich seine Jeff Buckley Sammlung auf Vinyl noch erweitern möchte, der kommt an diesem fantastischen Live-Doppelalbum nicht vorbei. So, und zum Schluss, da unser Podcast was mit Rock und Vinyl immer für Überraschungen gut ist, und darauf sind wir auch sehr stolz, komme ich mit der großartigen deutschen Queen of Soul, Hildegard Neef, mit ihrem besten Album. Das heißt Neef aus dem Jahr 1969, 70, in fantastischer 70s-Aufmachung. Und das Tolle an dem Album ist, es ist vor kurzem veröffentlicht worden als Haha! Colored Vinyl in einem grellen Orange. Wie jeder, der Spaß an solchen Farben hat, der kommt an diesem Album nicht vorbei. Die Titel darauf sind auch erste Sahne, wie zum Beispiel Wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt? Oder ganz bekannt auch der Titel Ich brauche Tapetenwechsel. Oder im 80. Stockwerk und Liebe auf den 100. Blick natürlich. Also, die deutsche Lady Queen of Soul, Hildegard Neef, at its best. Für jeden Vinylliebhaber ein Muss. Danke. Danke, Raul. Ciao.